Ja, vielen Dank, dass wir zum zweiten Mal hier im Rahmen der CXI-Konferenz dabei sein dürfen. Vor 3 Jahren war es das letzte Mal und ich empfinde, dass die Zeit wie im Fluge verging. Das war so irgendwie. War jetzt lang auf der Straße, sorry, mussten wir. Und da haben wir gesagt, das ist das erste Bild. Also wir waren jetzt echt flink unterwegs, 3 Jahre ist es her. Und ich will euch ganz kurz erzählen, was sich so bei mir verändert hat, also in meinem Leben, bevor wir uns vorstellen. Aber in meinem Leben hat sich Folgendes verändert. Also erstmal Nummer 1, ich habe meinen Lebenstraum erfüllt. Ja, das ist ja, vielen Dank. Ja, also ich habe meinen Lebenstraum erfüllt, das ist das Erste, also einer meiner Lebensträume. Das Zweite ist, ich komme eigentlich auf keine Party mehr und nirgends mehr hin, ohne dass ich auf einmal auf alles, was die Lufthansa macht, angesprochen werde. Und das kann gut sein und das kann natürlich auch weniger gut sein. Also ich weiß zum Beispiel, welchem Vielflieger das Essen nicht geschmeckt hat, ob die Stewardess freundlich oder nicht freundlich war. Und ich weiß sozusagen natürlich alles der Welt der Kommunikation keine Grenzen gesetzt, was die Lufthansa sozusagen in der Resonanz in der Republik gerade so tut. Und das ist natürlich furchtbar spannend. Insofern hat man dann sein Lebensthema auch gefunden. Genau. Ich bin Peter Martin von Martin Kaczynski und ich habe das große Glück gehabt, zusammen mit Ronald aufs nächste Bild. Genau. Ich hatte das Glück, sozusagen federführend dabei zu sein, als wir die große Aufgabe übernommen haben, die Marke Lufthansa eigentlich wie ein neues Mal erleben zu lassen. Und das war ein unglaublich großartiger Prozess mit einem interdisziplinären Team. Das heißt, da arbeiten ja unglaublich viele unterschiedliche Menschen dran, angefangen von wirklich großen Denkern im Sinne von der Strategie, aber auch natürlich Ökonomen, Wirtschaftsspezialisten, die genau wissen, was sowas bedeutet, was so ein Veränderungsprozess auch kostet. Dann natürlich ganz viele Gestalter, Designer, Menschen aus der Experience-Welt, Marketeers und Vorstände, viel Vorstände und ganz viele Projektmanager, die so ein Projekt natürlich treiben. Vielen Dank, Peter. Ich hatte auch natürlich 17 Jahre Lufthansa, für mich auch ein absoluter, immer noch eigentlich unglaublich, dass ich zur richtigen Zeit da am richtigen Ort war, weil von Corporate Designer, von der Marke, es ist natürlich unglaublich, wenn man genau zu dem Zeitpunkt mitarbeiten darf. So geht es mir. Vorstände, ja. Bei mir ist es so, mein Bruder ist Flugkapitän, meine Frau ist Purser, Kabinenchefin. Das heißt, ich habe das direkt zu Hause gehabt, die Diskussion, und habe ganz viel Design zu Hause auch gezeigt. Die letzten Weihnachten waren, glaube ich, die unharmonischsten Weihnachten, die ich hatte. Weil ihr kennt es ja alle, wir sind auf dem Präsentierteller mit allem, was wir tun. Eine Marke wie Lufthansa, zu Recht, das verstehe ich auch, ist ja, wir sind alle damit groß geworden. Aus Designsicht ein Klassiker, wirklich eine Ikone. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich eine Riesenehre, mit viel, auch wir hatten es vorher schon bei der Bahn gehört, Demut, Ehrfurcht, definitiv, aber auch unheimlich viel Freude, Motivation, und dass man den Weg sozusagen jetzt weiter gestalten kann. Das war für mich was sehr Besonderes. Vielleicht kurz am Anfang. Ja. Was ich noch sagen möchte, ist, diese Zusammenarbeit, die ist außergewöhnlich. Also ich kenne ganz, ganz wenig Unternehmen, wo man also in einem Team eigentlich arbeitet. Wir waren nicht irgendwie Dienstleister, unterschiedliche Dienstleister, sondern wir waren ein Team. Wir waren ein Core-Team. Wir arbeiten so dicht zusammen, dass auch gestritten wird. Also es kann auch mal richtig kräftig zugehen. Ich weiß zum Beispiel, wie Ronald aus einem Meeting ging. Ich werde es euch nachher verraten. Danach hat er eine ganze Nacht nicht geschlafen. Mehrere Nächte nicht geschlafen. Und das heißt, das ging schon echt zur Sache. Und das ist aber das Schöne daran. Also wir haben einfach für die Sache gekämpft. Wir haben eigentlich dafür gekämpft, eigentlich das Folgerichtige zu tun. Und was das Folgerichtige ist, das wollen wir jetzt euch im Laufe der Zeit zeigen. Wir beginnen eigentlich sozusagen bei dem, was immer die Grundlage sein muss.
eigentlich die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist wie folgt. Das ist die Welt von 1989. Das ist die Welt, wo die Lufthansa sozusagen zum letzten Mal neu war. Also neu im Erscheinungsbild. Könnt ihr euch diese Welt noch vorstellen? Wer hat denn von euch schon gelebt in dieser Welt? Hand hoch, bitte. Oh Gott, seid ihr alt. Nein, nein, Hand wieder runter. Aber könnt ihr euch noch erinnern? Das ist die Frage. Also die Frage ist sozusagen, wer kann sich an diese Welt erinnern? Also wenn ich sie immer wieder sehe, schon, oder? Ihr könnt euch an die Welt... Boris Becker, ist klar, logisch. Ja, das ist die, also ich meine, Kohl sah damals noch richtig gut aus, fand ich. Und diese Welt ist aber eine völlig andere Welt. Es hat nichts mehr eigentlich mit dieser Welt zu tun, in der wir uns heute befinden. Das ist die heutige Welt. Ich meine, klar, für euch ist das viel normaler als das, was ich gerade gezeigt habe. Und das Spannende ist sozusagen, diese Welt gibt was anderes vor. Ein völlig neues Verhalten, eine völlig neue Anforderung. Also wie muss jemand sein? Gehen wir nochmal zurück, stellt euch nochmal vor, wie ist jemand geprägt aus dieser Welt und wie ist jemand geprägt aus dieser Welt? Der hat ein völlig anderes Mindset. Damals gab es eigentlich noch kein Handy, wissen wir ja alle. Ja? Wenn wir heutzutage irgendwo hin wollen, klick, wir wollen einfach hin. Ja? Es gibt also sozusagen gar keine Barrieren mehr. Es geht eigentlich darum, sozusagen der neue Luxus ist Simplicity, Vereinfachung. Die Dinge sind für uns, nicht wir für die Dinge. Und das ist die Welt sozusagen, die Anforderung, die sich verändert hat. Und das natürlich aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, auch auf die Anforderungen, wie eine Marke heute auftritt. Und diese Marke, die ist von der DNA zeitlos angelegt. Darum hat sie auch so unglaublich lang gehalten. Aber wir haben eine völlig neue Anforderungswelt, die jetzt da ist und die wir nicht einfach, ich sag mal, ausblenden können. Und wir hatten zusätzlich, wenn wir den Wettbewerb anschauen, hatten wir damals ein ziemlich klares, ich sag mal, Airline-Portfolio. Das war ein sauberes Angebot. Wir hatten lauter Staatsairlines. Ja? Und die Staatsairlines, die haben sich schön in Ruhe gelassen. Da war irgendwie die deutsche Lufthansa und da war irgendwo eine Swiss und eine Iberia und überall schön geordnet. Ein ziemlich klares Portfolio. Jetzt ist die Welt aber die, dass auf einmal tauchen Spieler auf, mit denen hat man ja gar nicht gerechnet gehabt. So, da oben kommen auf einmal sozusagen die Gulf Carrier. Ja? Die haben irgendwie nicht die gleichen Wettbewerbsparameter wie wir. Die sind zum Teil staatlich subventioniert. Die fliegen mit sehr günstigem Treibstoff, mit sehr günstigem Kerosin durch die Welt und können mit einer unglaublichen Power in diesen Markt hineindrängen. Die kommen von oben. Und von unten kommt sozusagen was anderes dazu. Und das ist die EasyJet und die Ryanair. Und wer kennt es nicht, die 29 Euro? 29 Euro fürs Fliegen. Fliegen war doch gestern noch Luxus. Was ist denn heute? Was ist denn Fliegen heute? Absolut Commodity. Also das kann man eigentlich vergleichen mit dem Thema, wer hatte denn von euch schon vor 15 Jahren ein Handy? Wer hat es? Okay, auch, also hier, wir haben auf jeden Fall Avantgarde unter uns sitzen, also Menschen, die eigentlich fortgeschritten sind. Und was hat dieses Handy damals gekostet, wenn ich fragen darf, vor 15 Jahren? Einen Preis reinrufen, bitte. Vor 15 Jahren. Ja, so 1800, ja, so schlanke 1800. Und das Thema ist, eigentlich ist beim Fliegen genauso gewesen. Also wir haben eigentlich sozusagen etwas, eine Entwicklung, die ist so rasant, dass wir eigentlich sagen können, dass dieser Preiskampf, dieses Commodity-Produkt immer schneller nach vorne schreitet. Wir haben also auf der einen Seite more for more, immer mehr geben, auf der anderen Seite less for less. Und in der Mitte sitzt da die Lufthansa mit einer unglaublichen Aufgabe. Das Erste, was wir gemacht haben, ist eigentlich die strategische Plattform. Wir haben das Portfolio von der Lufthansa so strukturiert, dass wir auf der einen Seite eine Antwort haben für die Volumenmarken, die unten kommen, also sozusagen eine EasyJet oder eine Ryanair, in die wir die Eurowings geschaffen haben. Und auf der anderen Seite konnten wir damit die Schärfe zurückgewinnen, die die Lufthansa eigentlich von Grund auf in sich trägt. Die Lufthansa ist eine Five-Star-Airline
und hat das Fliegen schon immer geprägt. Aber diese Voraussetzung, also erstmal sich klar zu werden, in welchem Markt wir uns befinden, was die Herausforderungen sind und wie wichtig es ist, sozusagen wirklich von innen am Produkt zu arbeiten, an den Services zu arbeiten, Stück für Stück besser zu werden, das war die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt an eine Erneuerung der Marke denken konnten. Also ohne dem, dass wir Services von innen heraus verändern, ohne dass wir das Produkt verändern, ist eigentlich ein neues Anstreichen. Und da kommt sozusagen was ganz Wichtiges. Dieses unentwegte Investieren, sowohl in die Flotte als auch in die Services und eigentlich die Anforderungen, die wir wirklich als Reisende haben, ernst zu nehmen und zu verstehen, was wir tun müssen, um euch eigentlich das zu bieten, was ihr versteht unter einem hervorragenden Flugerlebnis. Das ist die Voraussetzung überhaupt, über das nachzudenken, was wir dann visualisieren durften. Weil Markenarbeit ist die Sichtbarmachung innerer Haltung und folgt der strategischen Zielsetzung. Wenn wir an sowas arbeiten, ist es immer so, dass wir einen Maßanzug schaffen, der eigentlich etwas größer ist als die Persönlichkeit, die drinsteckt. Aber sie ist nicht so viel größer, dass man nicht in ein paar Jahren reinwächst. Weil sonst ist es wie sozusagen ein Überversprechen, eine Überpositionierung. Und wie oft kennt ihr das, dass ihr irgendwie angezogen seid von einer tollen jungen Marke oder von einer älteren guten Marke, die irgendwas verspricht, wo ihr sagt, genau das wünsche ich mir jetzt, genau das stelle ich mir vor. Und dann kommt ihr sozusagen zu dieser Marke, fragt nach und was passiert dann, wenn sozusagen das Versprechen nicht eingelöst wird? Es macht so und ihr seid weg, weil ihr habt einfach die Wahl. Ihr könnt ja wählen, ihr könnt ja zu jemand anderem gehen. Es ist ja nicht so, dass wir eine Staatsairline haben wie früher und es gibt nichts anderes am Airport. Nein, wir haben die Wahl. Und darum ist es so wichtig sozusagen, dass es immer der inneren Haltung entspricht, dass es echt ist, dass es authentisch ist, dass es mit dem verbunden ist, woher wir kommen, für was wir stehen und gleichzeitig natürlich auch das abbildet, wohin wir wollen. Also es ist auch immer schon ein Teil der Zukunft. Es muss ein Teil der Zukunft sein. Darum ist es klar, dass wenn man solche Veränderungsprozesse macht, Transformationsprozesse, ist es meistens so, dass man auch eine Zeit braucht, dass man sich sozusagen wie einfühlen muss in diese neue Welt. Und sobald man es dann tut, irgendwie so, das kennt ihr von manchen, Automodellen, die kommen jetzt neu raus und dann denkt man so zuerst auf der Straße so, hups, was haben die denn gemacht? Ja? Der Shape und die Linien, ein bisschen merkwürdig, ne? Oder ich kann ja auch mal, das ist das Beispiel zum Beispiel von Porsche, ja? Die haben ja immer nur den 911er gemacht, das war sozusagen der Boxer und der 911er hat Porsche ausgemacht und dann kommen die auf einmal mit diesem Cheyenne um die Ecke und jeder so, also jetzt hat aber Porsche also ganz schön den Charakter verloren. Naja, jetzt muss man sagen, stimmt ja gar nicht, weil die großen Volumenzuwächse kommen jetzt halt aus den neuen Modellen. Und das ist der Punkt, wir müssen uns immer auch die Zeit geben, irgendwie Stück für Stück uns an diese Transformation irgendwie auch anzunähern. Wir selbst müssen uns die Zeit geben. Wenn wir jemand anderen kennenlernen, ist es ja auch nicht so, dass es immer vom ersten Moment die erste Liebe ist. Das ist nicht so. Insofern, das ist auch beim Marken der Fall. Es ist nur wichtig, dass es authentisch auf dem Fuß, woher es kommt. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben einen ganzheitlichen Prozess angelegt. Angefangen bei der Grundfrage sozusagen, für was stehen wir? Welche Positionierung haben wir? Eine klare Positionierung ohne ein klares Bild, für wen wir da sind, gibt es keine Antwort. Ich glaube also nicht an das Thema, hey, everybody's darling, so ein bisschen für den, also wir sind ein bisschen jung und ein bisschen alt und ein bisschen posch und gleichzeitig auch ein bisschen cool. Nein, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Wir müssen ein ganz klares Bild haben, wir müssen eine klare Positionierung haben. Also wenn wir sozusagen als Marke nur Fragen stellen und keine Antwort geben, haben wir ein Problem. Wir müssen eine Antwort geben als Marke. Dann brauchen wir sozusagen eine holistische Umsetzung. Die Lufthansa wurde schon immer holistisch betrieben, das heißt ganzheitlich. Produkt, Strategie, Inhalt als auch Form gehen Hand in Hand mit der Experience. Völlig klar war für uns, dass wir eigentlich diesen Human-Centric-Ansatz als wesentliches, den wesentlichen Mehrwert des Menschen in den Vordergrund von allem stellen wollten und auch da ist klar, dass es eigentlich sozusagen immer wieder darum geht, die Werte des Unternehmens mit dem eigentlichen Sinn des Unternehmens, mit dem Purpose zu verbinden. Und da haben wir gemerkt, da fehlt noch ein kleines Stück.
Darüber hinaus wollten wir das natürlich in die Erscheinungsform bringen, sodass Strategie dann sichtbar wird in der äußeren Form. Genau, und jetzt komme ich sozusagen zu dem Thema human-centric. Was ist uns wichtig? Eigentlich kurz gesagt, zu fragen, was euch wichtig ist. Also was ist denn Premium heutzutage? Und Premium heutzutage ist nicht immer Champagner. Warum? Weil eigentlich ist Premium sozusagen mit empathischer Form den anderen zu verstehen und zu verstehen, was er jetzt braucht. Ein kleines Beispiel. Wenn ihr gerade sozusagen 1000 Meter gelaufen seid, braucht ihr ein Wasser oder ein Champagner? Ist klar, oder? Also wer jetzt Champagner sagt, na, lachen einige unter euch, ich kann mir schon vorstellen, warum. Jetzt rutscht gerade mein Mikro. Also wer jetzt Champagner sagt, ist natürlich jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe, weil es geht darum, kontextuell eine Antwort zu schaffen auf eure Anforderungen. Das war das Thema. Und das natürlich umfänglich. Und dass das natürlich irgendwie einfach sein muss, dass sozusagen eine Konsistenz ganz wichtig ist in allem und wir immer wieder gucken, dass wir sozusagen eine persönliche Zuwendung schaffen für jeden Einzelnen. Das war so in diesem ganzen Thema ein ganz wichtiger Augenmerk. Basieren tut alles, was wir machen, immer auf den Markenwerten. Markenwerte sind für uns das Wichtigste. Sie sind die Parameter von jedem Prozessschritt. Wenn wir diskutieren heutzutage, weil die Leistung, sage ich mal, neben dem Prozess und dem Erscheinungsbild und der Strategie ist letzten Endes die Moderation mit den Vorständen. Ihr müsst euch vorstellen, dass Entscheider, die haben sozusagen eine riesengroße Verantwortung. Und in dem Wort Responsibility steckt ja das Wort Response, also Antwort geben können. Und was wir versuchen ist sozusagen, wir bereiten Entscheidungen so vor, dass sie eine bessere Antwort geben können. Und das aber sozusagen zu moderieren, ist die eigentliche Aufgabe, weil der Rest ist Handwerk. Wir müssen unser Handwerk alle ab einer gewissen Flughöhe einfach können. Ne? Insofern geht es um das Thema Markenwerte, die dann als Parameter für jeden einzelnen Schritt auch genommen werden als Grundlage, als Leitplanke. Und da gibt es drei Kernwerte, die heißen durchdacht, warmherzig und kultiviert. Es gibt eigentlich einen Wert, der ganz besonders für uns steht, Lufthansa kultiviert, der ist sehr ausgeprägt bei uns und darum fühlt sich's auch immer anders an, wenn man mit der Lufthansa in Kontakt kommt. Das ist halt schon was anderes und das hat ganz viel mit dieser Geschichte, mit der DNA und dieser Kultiviertheit zu tun, die man dort erlebt und natürlich auch mit dem Thema, dass alles Richtung durchdacht und perfekt, also auch technisch präzise gestaltet ist. Ihr seht in der Mitte das Thema, wir nennen das sozusagen den Meta-Wert oder den Kern dieser drei Kernwerte und da steht sozusagen Enriching Gravel Experience. Was heißt denn das jetzt genau? Bereichernde Erlebnisse, Reiseerlebnisse. Was heißt denn das genau? Wie kriegen wir sozusagen den Connex zu diesem Ergebnis, was wir erzeugen wollen? Und dieses Ergebnis, was wir erzeugen wollen, haben wir gemerkt, da fehlt uns etwas, was wir noch nicht ausgedrückt haben. Und da kommt sozusagen das wichtigste Bindeglied zwischen Werten, der strategischen Vorgabe und der holistischen Umsetzung, nämlich, dass jedes Unternehmen heutzutage einen übergeordneten Sinn braucht. Und dieser Sinn ist gut, wenn es nicht irgendwie nur so kollektiv irgendwo jedem Einzelnen zwar irgendwie bewusst ist, sondern wenn er mal ausgedrückt ist und ausgesprochen. Und ich hatte das Glück, sozusagen diesen Purpose mitzuerarbeiten. Und da gab es einen ganz, ganz speziellen Moment, wo ich meinen Sohn Henry, also ich kann immer sehr viel lernen von ihm, ist der Kleinste von unserer Familie. Henry sitzt also da und schaut im Herbst nach draußen und sieht ein Blatt, also sozusagen die Blätter vom Baum so runterschweben. Ne? Und er schaut sozusagen dieses Blatt an und ich sehe, wie er in seinem Kopf sozusagen sich total assimiliert mit diesem Blatt und dieser Thermik des Blatts und es segelt sich so runter. Und da habe ich verstanden sozusagen, dass das, was er gerade entdeckt, das war wie eine Entdeckung für ihn, dass diese Entdeckung für ihn eigentlich ihn erfahren lässt, wie alles funktioniert. Also dieses Erlebnis, diese Entdeckung, das war so der Connex.
Und dieses Beispiel habe ich gemacht, als es um diesen Purpose ging, weil was die Lufthansa macht vom Herzen her, ist genau das Thema, dass es eigentlich uns ein Sinnmoment gibt, immer wieder aufzubrechen in diese Erde, auf dieser Erde, also die Welt wirklich zu entdecken, dann die Erfahrung zu machen und durch diese Erfahrung eine Bereicherung zu erleben. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Sound. Humans are born explorers. From day one, our eyes begin to wander. Step by step, we get to know the world. Curiosity grows up along with us. Curiosity about the foreign, the new. We want to explore boundaries, our own and the world's. Hungry for life, thirsty for knowledge. Going further and further. And with every new journey, we experience more of who we are. Lufthansa helps people achieve their personal goals in an ever-changing world, whether climbing the corporate ladder or enjoying a perfect sunset. As a trusted ally, we are dedicated to getting you there in style and with grace, and bringing you home safely. There is nothing more thrilling than being part of a person's most exciting expedition, the journey to your inner self. Ja, Gestaltung. Auch noch ein bisschen was zu erzählen. Nee, ich meine, das Purpose zum Beispiel ist ein Thema, ich bin lang bei Lufthansa und das hilft sehr. Also das ist, man denkt immer, das ist so Marketing-Gedöns, aber wirklich diese Haltung mal zu beschreiben überhaupt und sich zu fragen, die Sinnfrage zu stellen, warum ich den jeden Tag in meinem Fall ins Lufthansa Aviation Center gehe, mein Bruder ins Cockpit, meine Frau ins in die Kabine, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das war auch ein Teil dieses Findungsprozesses für die neue Gestaltung, diesen Purpose auch mal auszuformulieren und zu finden. In Bildern, teilweise ein bisschen dick aufgetragen, sieht man ja so pathetisch, aber wirklich zu sagen, wir bringen Menschen zusammen, ist mal ganz einfach, aber wir schaffen es sozusagen, dieses Explorer, dieses Forschergehen in den Menschen immer wieder durch unsere Leistungen, die wir bringen, zu unterstützen. Das ist einfach eine tolle Sache, wenn man es auch darauf hinunterbricht. Ganz einfach, das ist was ganz Einfaches, aber damit kann jeder Mitarbeiter als Klammer sehr viel anfangen. Deswegen ist der Purpose für uns eine sehr wichtige zusätzliche Ergänzung zu den vielen Werten, die uns beschreiben. Die Gestaltung, aus der Welt komme ich ja sehr stark. Ich meine, ich bin lang dabei und wir haben in den letzten Jahren oder in 20 knapp, wo ich jetzt dabei bin, sehr viel gemacht. Wenn man hört, 30 Jahre nichts verändert, das stimmt, das betrifft die Konstanten, also Logo, Farbstellung oder Farbsystem und Schrift. Es ist natürlich trotzdem viel passiert in den Kabinen, im Produktbereich. Wir haben mittlerweile 3 verschiedene Business-Class-Kabinen entwickelt in der Zeit. Also es hat sich was getan. Wo wir ein Thema haben, ist in den Konstanten. Und das sieht man ganz schön hier, das ist die Lufthansa, die sich anfühlt, zeitlos, war es schon, ist ein Klassiker, über die Schrift, Helvetica, alle die Dinge, die unsere Vordenker gemacht haben, einer der an erster Stelle natürlich Otel Eicher als derjenige, der immer das größte Fundament gesetzt hat. Kranich ist ja schon ein bisschen älter, der ist ja schon aus dem Jahre 1918 von der Hand gezeichnet, Otto Vierle, Grafiker und Architekt aus Süddeutschland auch. Aber dass dieses System, wie man es heute kennt, ist aus den 60ern. Funktioniert gut, man sieht es hier auch, aber es gibt so ein paar ungeklärte Themen. Und das kommt ein Chart, wo mir besonders wehtut, natürlich als Corporate Designer auch. Denn so hat sich Lufthansa außerhalb der Manuals ganz immer mehr angefühlt. Beliebig,
beliebiger Umgang mit Farbe leider auch, sehr viel Gelb inflationär, sehr viel Gelb-Blau-Blocking, also wirklich sehr viel Gelb mit Blau gemeinsam, dadurch sehr laut. Wir haben unsere, jetzt darf ich es ja sagen, wir haben natürlich auch sehr viel mit zusätzlichen Elementen gearbeitet, Bubble, Non-Stop U, dieses Element kennen wir auch aus unserer Kampagne. Das heißt, da ist sehr, sehr viel passiert, was eigentlich der Marke nicht mehr so gut getan hat und auch dem Corporate Design System. Idee war es hier, oder was hier wichtig war, war zu schärfen und an den Stellen weiterzuentwickeln, mal behutsam, mal stärker, wo wir glauben, dass wir wirklich am schwammigsten geworden sind. Das betrifft, wie gesagt, die Konstanten und wir werden euch jetzt mal zeigen, gleich in dem Film, später in kleinen Häppchen. Wir haben ja nur noch 14 Minuten, aber mal durchprügeln. Wir gucken mal, wie wir die Zeit verlangsamen können. Auf jeden Fall versuchen wir zu zeigen, wie wir die Elemente neu gemacht haben. Man kennt ja alles, wie gesagt, oder sehr vieles durch das große öffentliche Auge, das auf das Thema guckt. Was uns wichtig war, diese drei Konstanten anzufassen und die Systematik dahinter, also auch die Verregelung. Wir haben vorher auch schon bei der Bahn einiges gehört. Wir sind heute mit Designsystemen am Start, die sind wirklich aus den 60er und 90er Jahre, Print, Klischees verschickt, Filme verschickt, man kennt das, die älteren Kollegen kennen das noch. Heute geht das nicht mehr, das ist also wirklich prinzipienorientiertes Designmanagement, das haben wir aufgestellt, das heißt, wir haben die Konstanten verändert und wir haben neue Designprinzipien eingeführt. Alle mit der klaren Anforderung, Premium, hochwertig zu sein, kompromisslos, digitale Fitness, war uns wichtig, weil gerade bei den Konstanten, die wie gesagt 1990 entwickelt wurden oder noch früher, ist es einfach ein Thema, dass die teilweise nicht mehr funktioniert haben digital. Und die Klarheit zu schaffen, also die vielen losen Enden, was wir vorher gesehen haben, auch in den Bildern, einfach wieder die losen Enden zu finden und wieder zusammenzuführen, ein klareres Bild zu schaffen wieder und auch aus der Beliebigkeit dann rauszukommen. Wir haben vorher aber auch gehört, also wir haben Werte, Markenkern, was für uns natürlich unheimlich wichtig ist und auch ein Teil, auch von mir jetzt mittlerweile, nicht nur, weil ich in Ulm geboren bin und dadurch einen speziellen Bezug natürlich auch zu Eiche habe und zu der Hochschule für Gestaltung in Ulm, unsere DNA schwingt bei uns immer mit, die Design-DNA. Das heißt, wir können viel über Werte als Basis definieren und auch weiterentwickeln. Wir können aber nie unsere Design-DNA außer Acht lassen. Das wäre fatal und wäre auch natürlich völlig unglaubwürdig. Das heißt, alles, was wir tun, was wir bisher getan haben, aber was wir in Zukunft tun, erwächst aus diesen fünf Werten. Das heißt, diese Reduktion, klassisches Bauhaus, klassisches Eiche-Erbe, wie auch Systematik. Also dieses Systemdenken, dieses Systematische kommt sehr stark von Eicher. Aber auch natürlich die Zeitlosigkeit, die Funktionalität, alles Werte, deutsche Designwerte, Lufthansa-Designwerte, die bei uns immer mitschwingen. Und wenn ich heute in Designerbriefe oder wenn ich selber, es ist immer das, der Teil, der Lufthansa-Teil, der stehen muss. Also wenn ich, das ist ein ganz wichtiger Filter für uns, eine ganz wichtige Basis. So, jetzt habe ich euch den Film versprochen, der kommt jetzt auch. Was haben wir verändert in einer kurzen Zusammenfassung?
Also ich hoffe, es waren ein paar Pink Floyd-Fans dabei, wegen dem tiefen Bass. Nee, es ist schon auch wieder hier sehr viel Pathos. Es ist der Film, der wurde zum Beispiel gezeigt auf unserer großen Lufthansa-Event in der Halle. Da wurde der Jumbo enthüllt, digital enthüllt. Und da brauchte man so ein bisschen diese Power. Wäre auch ohne Ton, glaube ich, empathischer. Nochmal die Welt von früher. Die Welt von heute, nach unserem Refresh. Man sieht, dass wir die losen Enden zusammengefügt haben. Es ist reduzierter wieder. Es ist wieder mehr die DNA, aus der wir kommen. Es ist klarer, was zum Beispiel die Farbstellung angeht. Erfahren wir gleich noch was dazu. Es ist frischer. Das ist immer so ein Wort, aber es bleibt zeitlos. Es ist so klarer in einer Zeitlosigkeit, die wir für uns natürlich aus der DNA sehen. Und es wirkt hochwertiger und moderner. Das ist also für uns also das Hauptziel, dieses Premium. Wir haben es vorher gesehen in den Anforderungen, das Premium, die digitale Fitness und die Klarheit, die man hier glaube ich, sehr schön sieht. Erneuerung des Kranichs. Peter, darf ich dir mal übergeben? Ja, vielleicht einfach nochmal so, jeder, der hier, wer ist denn von euch Designer? Wer ist denn im Design tätig? Ja? Genau, sehr schön. Übrigens, wir suchen die besten Designer bei uns an dieser Stelle. Aber wir als Designer kennt ja sozusagen dieses Thema, wenn man sozusagen wirklich vor so einer Arbeit sitzt. Ja, und dann sitzt man da ja nicht irgendwie 9-to-5, sondern man ist dann da drin. Man ist also sozusagen in dieser Marke, mit dieser Marke, mit diesen Vorgaben, dann natürlich aber auch mit dieser Demut und dieser Haltung von wegen, wow, kann man das überhaupt besser machen? Das haben wir auch vorhin schon gehört bei der Deutschen Bahn. Da waren ja irgendwie große Koryphäen dran an dieser ganzen Geschichte. Und dann irgendwie so dran zu gehen und dann wirklich sozusagen für sich nochmal klar zu haben, was ist denn auch nicht gut. Ja? Und eine Sache zum Beispiel, eine ganz, ganz auffallende Sache war einfach, dass der Kranich tatsächlich eingesperrt war. Er war also dahinter, er war nicht davor. Und der Kranich ist aber eigentlich, also niemand sagt ja, Lufthansa ist der Kreis, also Lufthansa ist Kranich, nicht Kreis. Und diese Form eigentlich so herauszuarbeiten, dass man eigentlich das, was man meint, also die Symbolik verstärkt, indem man die eigentlich wie ein Stück präziser macht, klarer macht und das Wesentliche hervorhebt. Das war eigentlich einer der Arbeiten, die in mehreren Nächten tatsächlich passiert ist in Designteams. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel unterschiedliche Kraniche da passiert sind bei uns. Das war großartig, diese Arbeit. Und das Ergebnis ist einfach. Wir haben sozusagen auf der einen Seite auf hundertprozentige Wiedererkennung gesetzt. Und wir haben den guten und besonderen Charakter dieser Arbeit davor auch so mit einbezogen, dass der weiterhin sichtbar und tragend ist. Aber es gibt sozusagen das Thema, dass wir auf der einen Seite auf Lesbarkeit, Präzision und gleichzeitige Modernisierung gesetzt haben und auf der anderen Seite die Symbolik des Kranichs wieder nach vorn bringen wollten, sodass der Kranich auch fliegt. Und diese Wortbildmarke oder diese Bildmarke, die haben wir aus diesem dogmatischen, Partnerstellung zwischen Bild und Wortmarke auch rausgenommen. Heutzutage ist Lufthansa nahezu überall bekannt. Das heißt, ich muss nicht überall, wo ich einen Kranich draufsetze, auch nebendran Lufthansa schreiben, sondern es reicht völlig aus, die Bildmarke einzeln einzusetzen. Und diese Art von einfach rauszukommen aus der alten Corporate-Denke, ja, Wortbildmarke, hin zu dem Thema, welche einfachen Prinzipien gibt es, wo wir einfach mit der Bildmarke Kennzeichnung schaffen oder wo brauchen wir Wortbildmarke, rein aus einer rechtlichen Form oder anders gesagt, auch wie ist es sozusagen in neuen Märkten, wo die Lufthansa noch nicht so bekannt ist und da aber an Bekanntheit gewinnen möchte und wie gehen wir damit in der Kommunikation um. Also es gab sozusagen drei unterschiedliche Anwendungsprinzipien. Einmal das Thema fein eingesetzt, die Eigenständigkeit dieser Bildmarke. Wir schauen sozusagen, dass die Bildmarke das Medium eigentlich aufwertet. Es ist immer wichtig, dass eine Bildmarke, wenn sie auf dem Medium ist, dieses Medium wie stärker macht, größer macht und mit einer Idee verbindet. Dann haben wir natürlich das Thema, dass wir sagen, wir haben die Absenderschaft
bei einer Gebäudekennzeichnung zum Beispiel oder natürlich auch bei allen Drucksachen und natürlich auch im Digitalen, wenn wir komprimiert Lufthansa-Wortbildmarke transportieren wollen. Aber es gibt jetzt auch diesen freieren Einsatz, wo die Bildmarke allein für sich stehen darf und die Wortmarke unten die Absenderschaft sozusagen mit übernimmt. Und das ist sozusagen bei der gesamten Kommunikation so, als auch bei der Markierung, Orientierung bei sämtlichen Leitsystemen. Damit ich die Zeit jetzt nicht überstrapaziere, springen wir sofort in einen nächsten Deep Dive, nämlich die Schrift. Ich würde jetzt direkt mal, genau, wir haben ein bisschen ein Zeitthema, aber klar, Schrift. Hier war super spannend, tiefe Zusammenarbeit mit Hannes van Dören aus Berlin, Schriftgestalter. Er hat, das ist eine schwierige Aufgabe, ich meine, was kommt nach der Helvetica? Und er hat dann schön, ein Zitat Hannes van Dören, für ihn ist Helvetica wie ein Beatles-Song. Viel Geschichte, es ist in sich geschlossen, es ist, steht für sich, man braucht da gar nicht anfangen, irgendwas noch verbessern zu wollen. Das Briefing war, einen neuen, zeitlosen Klassiker zu schaffen, eine Schrift, die die Kompaktheit hat, die die Zeitlosigkeit in sich hat, wie die Helvetica auch, ist ja auch gleichzeitig unsere Wortmarke, kompakt auf unseren Fliegern und in den anderen Anwendungen. Lesbarkeit, Funktionalität, alles diese Dinge waren Schwerpunkt. Und man sieht, dass es ist eine Schrift, die fühlt sich eigenständiger an, sie fühlt sich charakteristischer an, sie bleibt aber in unserer DNA. Es ist eine ähnliche Geschichte wie mit dem Kranich. Da muss man auch sagen, dass natürlich die Einzelelemente, an denen ich verändere, das sind die Schritte teilweise gar nicht so groß, aber im Zusammenspiel ist es wichtig, dass es da groß wird und dass es da funktioniert. Das heißt, gerade auch im Kranich hat man es gesehen, es sind kleine behutsame Dinge, die wir gemacht haben, die wichtig waren, auch zum Beispiel digitale Fitness beim Kranich war es halt wichtig, die Schwingen zu öffnen, die sind nicht immer zusammengelaufen, ab einer gewissen Größe im digitalen, in digitalen Anwendungen. Genauso Schrift, Helvetica, wer viel mit der Helvetica arbeitet, weiß es auch, dass sie im Digitalen da auch Schwachpunkte hat, in den Binnenräumen und nicht gut lesbar ist. Auch hier, wie gesagt, haben wir das Optimierungspotenzial gesucht, Klarheit, ein Lufthansa Corporate Schriftsystem entwickelt, mit dem wir in Zukunft weiterarbeiten. Auch bei Farbe, was Peter uns jetzt kurz vorstellen wird, gab es Themen, wo wir Klarheit schaffen mussten. Genau, also ich springe jetzt gerade über diese Schrift-Charts noch drüber, genau. Und dann kommen wir zum Thema Farbe. Farbe ist für mich heutzutage mehr denn je kontextuelle Betrachtung und die Frage sozusagen, welche Stimmung möchte ich erzeugen? Und Farbe hat heute auch viel damit zu tun, dass wir auf der einen Seite Orientierung geben wollen und auf der anderen Seite Farbe auch mit Funktionalitäten belegen. Wenn ich euch frage, wie der Apfel, also Apple, mal ausgesehen hat vor 15 Jahren. Wer kann sich noch daran erinnern, dass wir sozusagen ein Apfelzeichen hatten mit extrem viel Regenbogen? Okay, und wer von Ihnen vermisst die Farben? Keiner. Also keiner vermisst sozusagen beim Apple, obwohl sozusagen Apple war sozusagen Regenbogenfarben, der hatte alle Farben, ne? Aber heutzutage kann man Apple identifizieren, ohne dass irgendwie eine Farbe drin ist. Warum? Weil Marken suchen alle nach Vereinfachung. Das ist eine ganz einfache Form. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wir haben gehört, die Deutsche Bahn sagt, rot ist, sind wir, stimmt, da bin ich bei Ihnen. Und die Telekom ist natürlich auch Magenta, auch das stimmt. Aber das sind die Ausnahmen, weil ansonsten ist es so, dass Farben an sich eigentlich sehr, sehr stark belegt sind. Was wir gemacht haben, ist, wir haben diesen gordischen Knoten, der immer da war. Sind wir gelb oder sind wir blau? Sind wir blau oder sind wir gelb? Sind wir gelb oder sind wir blau? Den haben wir jetzt einfach mal zerschlagen, indem wir gesagt haben, was sind wir? Wir sind sozusagen, was steht für Premium? Blau und nicht gelb. So. Auf der anderen Seite ist es total wichtig, dass wir mit diesem Gelb, was sozusagen ja auch unsere Farbe ist, aber ganz behutsam umgehen. Nicht indem wir hingehen und die Quantität dieser Farbe erhöhen, uns noch lauter und noch gelber machen, sondern wir es ganz bewusst, ganz bedacht dann einsetzen, wenn Gelb seine Wirkung komplett entfalten kann. Und darum war es uns wichtig, sozusagen immer wieder die Atmosphäre zu gestalten, zu schauen, wie die kontextuelle Bedingung dieser Farbe ist und wie wir dann sinnvoll Orientierung schaffen, Funktionalität abbilden können und gleichzeitig aber auch emotionalisieren. So, und da eins weiterzugehen, also blau führt das Erscheinungsbild, gelb hat emotionale und funktionale Attribute. Und ganz wichtig im Gelb ist natürlich das Thema die Orientierungsfunktion.
Wenn ich heutzutage an einen Airport komme, dann möchte ich dort geleitet werden. Funktionalität steht da im Vordergrund, hat auch was mit unserer DNA zu tun, und zwar ganz viel. Und da, aus diesem Thema heraus eigentlich diese Farben neu zu ordnen, eine völlig neue Klarheit zu schaffen und endlich diesen gordischen Knoten zu zerschlagen, das war unser Anliegen. Und, vor allem, Peter, eine das Sache sieht man jetzt natürlich auch in der Anwendung. Was da halt wichtig war, und das ist das, was ich halt... Wir haben blau, also mit mich als, wie gesagt, lange, mich als Corporate Designer jemand gefragt hat, was ist die führende Farbe, konnte ich es nicht sagen. Wir hatten einfach zu beliebigen Einsatz und vor allem, wir haben beide gemeinsam sehr oft eingesetzt. Also wirklich blauflächig, gelbflächig, direkt aufeinander, aneinander. Und das ist klar, wir haben die Farben seit 1926 damals geerbt, als die Lufthansa gegründet wurde, die haben eine unheimliche Kraft, stehen auch für uns, aber wir mussten sie sozusagen... klare Funktionen für beide Farben finden. Und das war hier, glaube ich, eigentlich das Wichtigste und da, wo auch am meisten auch vielleicht diskutiert wird und wo am meisten Herausforderungen drin steckte, das sich zu trauen. Weil ich habe auch ganz viel, ganz gerade wenn man Delivery denkt, wir sehen es ja nachher noch in die Flugzeuglackierung, da passiert das ja sehr stark, dieses Blocking der gelben, dieses gelben Punktes, dieser gelben Scheibe auf blau, das würde niemand machen, der eine neue Marke gestaltet, die hochwertig sein soll. Es ist viel zu platt und der Kontrast ist viel zu laut. Und das ist eigentlich der Weg, den Zinsmeier damals probiert hat, den Eicher probiert hat. Eicher wollte das Spiegelei nie haben. Eicher hat den Entwurf von Eicher sein gelbes Lightwork vor mit blauem Kranich. Das heißt, diese Scheibe war immer eine Hilfskonstruktion, wenn man sich nie entscheiden konnte. Man hat immer hinter den Kranich noch irgendwie eine gelbe Fläche gestellt. Und das sieht man auch heute, wenn man die neuen Anwendungen sieht, dass dadurch, dass wir jetzt mit Weiß auf Blau arbeiten, Gelb nicht vergessen, es gibt Accessoires, es gibt viele gelbe Elemente, schaffen wir viel mehr Klarheit und sind insgesamt auch hochwertiger. Jetzt zeige ich also euch den Film von der Livery nicht, weil hier blinkt die Uhr 0000, also wir sind sozusagen durch. Ich würde ihn natürlich euch gern zeigen. Aber wir haben schon gesagt, dass wir nachher irgendwo da hinten stehen. Falls jemand mehr Fragen hat, dann werden wir das natürlich machen. Aber ich will euch noch eins sagen zum Abschluss und dann sind wir durch. Ich brauche nur 2 Minuten. Das eine Thema ist sozusagen, ich glaube, das Markenleben von der Anwendung, dass wir es aus der Anwendung denken müssen und aus nichts anderem. Ja, also sprich sozusagen, was für ein Erlebnis wollen wir erzeugen? Und dieses Erlebnis ist ganz viel damit verbunden, welchen Sinn wir auch schaffen als Unternehmen. Und wir haben sozusagen versucht, das alles zu verbinden und damit eigentlich einen ganzheitlichen Prozess zu machen, der dann jetzt auch sichtbar wird in allem, was wir tun in der Kommunikation. Und darum möchten wir eigentlich sozusagen mit den letzten Bildern, nämlich wäre die Menschheit barfuß glücklicher oder in welcher Sprache klingt die Welt am schönsten, beziehungsweise darf man sich beim Selberfinden auch mal verlieren, mit diesem kleinen Film verabschieden. Hi. Nice to meet you. Warum liebe ich die Welt? Schwierige Frage. Ich will so kuscheln. Nein, ich will so mal. Weil sie einfach so wunderschön ist. Because it has such people in it. I think that's a Shakespeare quote. If we had to go somewhere together, where would we go? 我想去美国玩. Buenos Aires per Capodanno. Dai. Überall. When you get to travel other places, it allows you to kind of maybe open up your perspective. 我们希望这个世界是一个大家庭. I think it's important for people to realize that we're not alone and we're all part of something, you know, unique right down to the core. And the world will show you that. Vielen Dank.